Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bomberman 64. Und natürlich ist wieder mal der Xi dabei. Hallo. Und ja. Und jetzt machen wir den Regenbogenpalast. Beyond the Clouds. So. Ich bin gespannt, was ich hier alles tun können muss. Fangen wir mal hiermit an. Ist nicht springbar. Wie wir letztes Mal schon erwähnt, sind die Goldkarten jetzt eigentlich keine Pflicht mehr. Versuchen werde ich erstmal trotzdem zu gucken, was man alles so machen kann. Ich hätte ja damals überlegt, ob ich den Let's Player, wenn ich mir das angeschaut habe, fragen soll, ob er nicht noch die Goldkarten sammeln möchte, weil er damit im Spiel mehr freispielt. Aber ganz ehrlich, ich traute dem jetzt nicht unbedingt zu, dass er den Teil hier durchgestanden hätte. Du meinst, das normale Level hier ist schon so schwer? Es geht halt über das hinaus, was der Let's Player in dem Projekt so gemacht hat. Er hat einfach nur durchgespielt. Hast du. Einfach mal eben durchgespielt ist das Spiel relativ schnell, aber mit den Goldkarten. Das stimmt wohl. Da siehst du dir halt auch Bosskämpfe und sowas ganz anders an. So. Also sehe ich das jetzt erstmal richtig, dass hier sonst kein Weg ist. Ich muss also praktisch diese Regenbogenbrücke erstmal nehmen. Na gut. Dann gehen wir halt über die Regenbogenbrücke. Hui! Und mit der Macht des Timeskips haben wir es geschafft, schon direkt rüber zu kommen, ohne dass diese ganze Animation gedauert hat. Oh, stimmt, die Dinger gehen ja kaputt. Ich war ehrlich gesagt gerade der Meinung, dass sie nicht kaputt gehen würden. Und warum hast du da eine Bombe dran gelegt? Einfach so zum Testen. Ob ich eine größere Bombe brauche. Schau mal, deine Fernzünder werden noch viel ferngezündet. Oh, guck mal. Ja. Tja, da drüben hast du schon mal eine ominöse Säule. Ja, ne? Hast du das Gefühl, dass es zufällig ist, was da rauskommt? Deine Bomben sind jetzt dermaßen ferngezündet. Sie sind schon so ferngezündet, dass ich praktisch eine Firma für Fernzündbomben aufmachen kann, ja? Ja, das Zucht für Fernzünde. Das ist nicht mehr in Worte zu fassen. Na, dann ist ja gut, dann lassen wir es besser. Ja, besser ist das. Nun ja. Okay. Also ich finde die Konstruktion gut. Oh. Ja, das war jetzt nicht so gut. Meinst du? Ist jetzt so auf die erste Betrachtung durchaus meine Ansicht dazu, ja. Weiß nicht, vielleicht bist du anderer Ansicht, aber allem anscheinend noch nicht. Also erst einmal, ich habe meine Goldkarte behalten. So. Mission erfolgreich. Ach so. Ja klar. Das war natürlich dein Plan. Mein nächster Plan ist, dass ich jetzt doch nochmal dahin laufe. Wegen den Fernzündern. Richtig.
Glück, dass ich deine Goldkarte behalten habe, nicht den Fernzünder. Was ich immer wieder dämlich finde. Mhm. Aber naja, hier hast du ja mehr als genug davon. Mhm. Diese Wolkengegner sind ein echtes Problem. Ja. Danke. Mhm. Okay. Ja. Er trifft halt nicht. Dachtest du, es wäre so einfach? Ja. Das musste ich sagen. Warum? Um dich ein klein wenig zu verunsichern. Kann man ja machen, kurz bevor etwas sowieso funktioniert. Ja. Ist das hier nicht viel schlimmer als das, was du im allerersten Level hattest. Und weg damit. Erstmal Bombe ins Gesicht. Naja, solange ich keinen Schaden davon nehme. Deine Bomben professionell entfernen lassen. Richtig. Ah. Stimmt, ja. So, du bist jetzt endlich tot. Für den Moment. Mhm. Du weißt ja, wie das mit den Gegnern hier ist. Mhm. Gut. So. Nicht verarschen? Ja, okay, gut. So muss halt noch mal ein bisschen anders. Eigentlich nicht so, aber... Moment, vielleicht hätte ich sogar so machen müssen. Tja, wenn jetzt noch ein paar Pixel dabei wären, ne? Okay, die ist doch abgestürzt. Oder? Nee, ist nicht abgestürzt. Na gut. Ich weiß nicht, ob da genug... Vielleicht stehst du noch zu... Ach, ja. So. Dann probieren wir mal diese verrückte Bombenkonstruktion. Ich wüsste nicht, was da schieflaufen könnte. Ich auch nicht. Einer war schlecht.
Ein Versuch war schlecht. Ja, ja. Das kann jeder sagen. Du hast ein Video gemacht. So. Also wenn ich jetzt in dem Video abgehakt klingen sollte, Leute, dann, ne? Wisst ihr, was passiert ist? Dann ist das Video kaputt. Auf unerklärliche Weise. Naja, absolut unerklärlich. Also ich sehe jetzt da drauf, okay. Das ist aber der Ausgang. Wir haben noch nichts zum Ausgang. Ich glaube, bis jetzt noch gar nichts gefunden. Ja, theoretisch hast du hier noch jede Menge komischer Platten, die hier so in der Luft herumhängen und springbare Säulen. Du kannst dich in dem Level schon noch ein kleines bisschen vergnügen. Na schau, du kannst hier auf die Platten drauf, wenn du da oben auf der Säule mal warst. Und ich meine, auf die kommst du ganz komfortabel über die Dinger hier. Von der Plattform aus, wo du auch ganz komfortabel drauf kommst. Aha. Ich glaube, du hattest dich irgendwann zwischendurch mal beschwert, dass man in dem Spiel doch so selten den Bombensprung bräuchte. Ja, ja, ich weiß. Irgendwie habe ich da auch sowas gehört, sowas vernommen. Die betreffende Goldkarte, die ich nie haben, die ich wahrscheinlich niemals haben werde, befindet sich nicht in diesem Level. Mhm. Dann ist das ja gut. Das hier verlangen wir, war ich noch so weit bereit zu machen. Das ist schön. Schon, ne? Ich finde es halt auch ziemlich gut, wozu ich alles bereit war. Ich finde mich halt echt gut. Ich ja auch. Jetzt mal so gänzlich objektiv betrachtet, bin ich halt echt schon. Ist schon toll, ja. Ich krieg auch kein Brechreizbild, wenn ich solche Dinge sage für mich selbst. Wäre auch schrecklich, wenn du einen Brechreiz davon kriegen würdest. Ja schon, gell? Könnte man fast meinen, ich wäre gar nicht so überzeugt von mir. Von mir. Ach, lassen wir es mal bei Halbgott. Ja. Halbgott ist okay. So, ist jetzt zwar noch nicht unwürdig genug, Quatsch, noch nicht würdig genug, aber. Man muss sich auch ab und zu mal in Bescheidenheit üben. Ja, ist halt richtig. Warum versuchst du es eigentlich gerade so vehement über diese Plattform in der Mitte? Hä? Weil ich sonst nicht weit, weil ich sonst zu weit werfe, automatisch. Man könnte auch einfach diagonal werfen. Ja. Aber das ist ja langweilig. Achso. Entschuldige. Ich wollte dir nicht zu nahe treten. Ja, viel Spaß mit deinen sich selbst zündenden Bomben. Ich hab gehört, es wird gut.
Warum haben Fernzünderbomben eigentlich ein Herz als Symbol? Ich habe keine Ahnung, vielleicht weil man diese Bomben liebt. Ha, das ergibt Sinn. Du! Hat dich der Gegner etwa erschreckt? Nein. Wie kommst du nur darauf? Mich machte dieser Blitzgegner auch nicht nervös, der gerade die Baumkrone gefeuert hat, unter der du standest. Tja, das ist ja gut. Weil wenn er dich nervös gemacht hätte, wäre das ein Problem gewesen. Da hättest du wirklich ein persönliches Problem damit gehabt, oder? Mhm. Absolut verständlich. Da sollte die hin. Ja, die Karten, Heinis, sind schon ziemlich flippig. Wenn du jetzt einfach seitlich rübergelaufen wärst, hätte ich mir auch gedacht, ja, ne? Man muss auch nicht. Man muss auch nicht korrigieren. Mhm. So, jedenfalls habe ich jetzt erstmal 2 Goldkarten. Mhm. Nachdem ich gesehen habe, was ich theoretisch für die restlichen Goldkarten machen möchte, müsste, überlege ich es mir nochmal. Du überlegst jetzt schon? Übrigens, mein persönlicher Lieblingsboss. Okay. Ja. Ironischerweise, oder? Nee, den mache ich tatsächlich gerne. Ich mag die Idee dahinter. Der Spellmaker. Mhm. Ja. Ich krieg einfach mal eine Goldkarte ohne Grund. Das hat seinen Grund. Okay. Ja, ich weiß nicht, ich werde es auf jeden Fall mal gucken. Ich will auf jeden Fall das Spiel durchspielen. Ob ich mich dann um die Goldkarten kümmere, weiß ich noch nicht. Du hast ja gesagt, es gehört nicht zur Challenge. Ich würde nichts abverlangen, was ich nicht selbst bereit wäre zu tun. Das wäre dann einfach übertrieben. Wenn du drauf Lust hast, steht ja alles frei, aber... Das Problem ist, ich werde jetzt immer ohne Fernzünder kämpfen. Sag mal nichts dazu. Aha. Also ich habe schon mal verstanden, wie er funktioniert, aber... Ach, das wird nervig. Schon wieder die Sense. Oh, nochmal.
geht noch. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen müsste für irgendwelche Goldkarten.